Zauneidechse. Die lebt da drin. Ja, die halten sich da gerne ein. Haben da mehrere drin? Ja. Wie viel? Nein, das weiß ich nicht. Wir haben auch die Schlingnatter da. Und Schlingnatter hat die Zauneidechse zum Fressen gern. Ja. Und was das größte Problem ist, das stört mich an und für sich überhaupt nicht. Das sind die vielen Katzen, die da haben. Also die fressen sie auch? Ja. Das sind alle beide, oder? Ja. Katzen und Krohen sind furchtbar. Krohen, ja. Und Fischen und so weiter, also die Katzen, gell? Ja. Und ich weiß nicht, dass aber die Fische angekalt sind, die was aber herumstehen. Gell? Okay, weil alles Natur ist, ich habe halt jetzt direkt mit Lärchen alles umrandet, weil ich jetzt so viel Dreck drin habe, weil ich einen strengen Durchlauf habe, weißt du? Und dann komme ich mal runter, ist mit den hinteren Pfoten, ist bloß noch an der Ding drauf hängt und mit den vorderen Pfoten und mit dem Kopf aus dem Wasser drin. Die Katze? Ja, und ausgebreitet, ja. Fisch, gell? Dann denke ich, das darf auch nicht sein. Dann haben wir einen Laden gehört, der gescheit hinter den Arsch gehabt. Dann ist ein Weihe umgeschwungen und dann ist die nicht mehr gekommen. Mhm. Aber warum? Weil die Verzünden oder so, die nimmt man. Ja. Da auf einmal hast du einen Haufen Katzen hinten und die Fische nicht Weltmeister. Wenn die Grüne nicht brezelt, dann. Das, wenn sie einmal herrassen haben, gell? Na, scheißen sie die Kitzigkeit durch. Und wo habt ihr die Steine überall her? Aus dem Berg oder? Nein, die sind nur vom Alztal. Also vom Alztal? Vom Alztal und vom Möhrental. Ja. Nein, das sind schon hiesige Steine. Ein paar Ausnahmen haben da drin die Kalksteine. Mhm. Die habe ich vom Dachstein da drin, aber sonst und Granit. Das ist gefahren, oder? Ja. Die habe ich von Dindrum, von Kirchstedt. Mhm. Immer noch Schmerzefahrt. Weil die hat der vorletzte Gletscher bis da rausgeschoben. Mhm. Und das ist unser Weidentippi. Der Weidentippi, ah ja. Das ist praktisch so. Ein lebendes Iglu. Ah, ja. Oder wie man auch immer sagen mag. Für mich ist wichtig, dass zum Beispiel die Kindergärten immer an da drin Brotzeit. Ah, ja. Da haben so Wurzel drin, können wir mal rein. Mhm. Dass die Kinder einmal einen Schattenplatz haben. Damit Natur spüren. Ja, genau. Ah ja, schön. Das ist relativ leicht zu machen, ist schon aufgebaut. Schön der Gang. Aber das spielt ja gerade immer, haben wir ja Zeit. Aha. Aha. Das wächst jetzt noch viel besser zu, gell? Das ist das Hexte für die Kinder. Gell? Ja. Tja. Tja, da haben wir schon nicht. Schön. Gemütlich, gell? Brindl? Ja. Nein, die Hälfte ungefähr. Warum? Ja, da haben wir unterwegs. Ja. Ja. Vor allem mit dem Radl oben, dann kannst du das Auto haben. Ja, ja. Alles klar, fertig. Geht schon wieder weiter. Mhm. Ja, schau, die müssen. Schau, wir müssen immer noch zugehen. Ja, schöne Sache, oder? Schöne, feine Sache, ja. Wo ist das? Ich sage, mit die Schulen, bei uns kommen ja Gott sei Dank viel. Ich sage, die Lehrer immer wieder. So, ich spart sich das Geld für die teuren Spielgeräte auf die Schulhöfe. So ein Krampf, die sollen einen Baum rein tun, zum Kraxeln. Mhm. Ja, so genau. Und sowas machen als Fischer. Ja. Da schauen wir, ja. Bei uns wird er geschmeckt und gerochen. Mhm. Das ist. Mhm. Das ist jetzt. Das ist der Rheinfarn. Rheinfarn. Ja, der hat einen sehr intensiven Geruch.
Da muss man bloß aufpassen, wenn es länger stehen bleibt, weil da sind so viele Ameisen da. Ameisen? Die fressen nicht zusammen. Die fressen es zusammen. Das ist jetzt der Teich, wo wir vorne das Wasser reinleiten. Mhm. Also wie gesagt, der Wasserrückhaltung. Gell? Das ist ein großes Thema. Wasser ist eine komplizierte Materie. Gell? Ja. Die meisten wissen ja nicht einmal. Hast du da einen Ruhler, oder? Nein. Da habe ich eine Grüße. Wie hoch? Ja, da ist da vorne, wo die Trollblume ist, da ist so ein Überlauf. Ja, genau. Aber haben wir ja kein Problem. Ne? Siehst du, was Wasser abgeht, die Steine, die dürfen normal nicht rausschauen. Da haben wir einen Beinwell, das ist jetzt der weiße, und dann haben wir noch den violetten. Beinwell. Schwarzwurz. Schwarzwurz. Heißt es im Volksmund. Ja, da wird die Wurzel wird zu Salm verarbeitet. Von dem? Ja. Von Beinwell. Von Beinwell. Und die Blätter, die Jungen, kann man Spinat machen. Ah. Das ist ja wie so Entzündungen oder was, oder? Knochenbrüche, Verstauchungen, Prellungen, da wird das ja also bei, wenn du jetzt am Fuß brichst und dass die Heilung gefördert wird, das ist Beinwell, Küttersalbe, weißt du, Kütter. Und da ist Beinwell drin. Gott sei Dank. Und da schau her. Ist das nächste zusammen? Mal zuerst anschauen, so zeigen wir es mir die Kinder auch. Schaut sich einmal das Blatt an, was erinnert ihn das? Kommt aber kein Mensch drauf, gell. Ich mir jetzt auch nicht drauf. Die wilde Möhre. Wilde Möhre. Also ohne die gab es die gelbe Röhm nicht. Ah. Ja, aus der ist die gelbe Röhm zu. Ah, die wilde Möhre, die hat eine weiße Wurzel, kann man also gar essen. Allerdings hat die auch schon was ähnliches Essbares schon noch dran oder ist noch nichts dran bei der? Doch, schon. Unten schon. Und da kann man auch rühren, dann fällt es dir sofort auf. Wie gelbe Röhm. Genau. Ja. Genau, das ist die gelbe Röhm. Und wir haben es schon ausprobiert, wir haben so eine Wurzel ausgraben, die kannst du essen, allerdings sind sie halt ziemlich holzig. Aber, und die ist für uns so wichtig da herin, weil das ist zum Beispiel die Futterpflanze für einen Schwalbenschwanzherappen. Und wann ist denn das die gelbe Röhm geworden? Durch menschliche Einwirkung? Ja, freilich. Ach so. Freilich. Der Schwalbenschwanz, der legt seine Eier gerne auf der wilden Möhre ab. Dill, wilde Möhre, gelbe Röhm, hauptsächlich, nur irgendwo so gerade. Einen Schwabenschwanz haben wir zuerst gesehen, gell? Gut. Der Holzersepp war da. Habt ihr nicht Zeit gehabt? Habt ihr nein, gell? Und da unter Wasserwelt. Ja. Ich hab mir das halt eingebildet. Ich wollte sowas daheim machen. An die Kellerwand praktisch. Kellerfenster wollte ich statt Filter und dann ein Weiher hinbauen. Aber noch mehr, was du jetzt baust, dann hast du das Geld wieder. Und Solarstrom drüber. Ja, weil wir da halt sagen wollen, Alternative zu Atomkraft zum Beispiel. Und ja, da waren wir wegen dem Teich. Und da ist mir halt das Geld ausgegangen, da haben wir halt keins gehabt. Und dann habe ich den Plan verworfen und da haben wir nachher wirklich okay, natürlich etwas größer. Können wir da reinschauen? Ja. Alles behindertengerecht, gell? Ah, gut. Gehen wir jetzt hinten nach mit der Wackelkamera. Ja. Scheinbar sind die hinter mir.
Ah ja, da steckt der Geiter, Herr Ritter. Das ist ein Schee. Das sind die Fische, die hiesigen Fische, oder? Ja. Wo sind die? Also das sind hauptsächlich Karpfen, ähnliche oder ja, zum Beispiel der Barren. Die sind jetzt noch jung, klar. Oder? Ja, zum Teil. Zum Teil. Das ist ein Praxen. Bei Karpfen halt. Gehen wir vielleicht zu dem für, da sieht man es besser mal. Das ist ein Praxen, das ist ein Barren, Eitel, Rotfeder, Laube. Das ist eine Laube. Karapsche. Zack, ja, verschwinden wir in nichts bei mir. Ich weiß nicht, ich muss ja gerade verzaubert die Kamera sein. Genau. So ist jetzt der Stör. Wo ist er denn? Oh, das ist ein großer Stör. Ah. Ja, der eins, der große ist da unten. Weil die sind der? Ja, die werden da fast 300 Jahre jetzt. 300 Jahre? Ja, ja, das ist er. Wo jetzt der sein? Ja, ich darf sagen, dass er mindestens schon 22, 23, gut, die werden bis 3 Meter, das ist ein Störlet. Da ist ein junger Hupfer. Die Störlet und der echte Stör, der wäre 6 bis 8 Meter lang. Oh, Wahnsinn, ja. Da schaut er, das zieht da, schaut er. Da haben wir nämlich im Knochenleben auch einen Fisch, ich glaube, da haben wir sogar einen. Das ist doch, sagt man, wird der schon schwimmen. Riesen. Da haben wir gleich ein Tätchen gemacht. Ist ja schön, wenn Sie sich so zeigen. Wo ist denn der echt? Ja, wo ich bin, habe ich heute schon gesehen. Das ist ja wirklich so ein bisschen im Winter, was stimmt? Ja, schon, Andreas, aber das ist einfach so im Sommer. Ja, das ist, ja. Es geht ja darum, dass wir müssen natürlich zu sein. Weil sonst müssen wir ein Aquarium machen. Das mag ich ja nicht. Nein, ich glaube, du weißt, wenn das Eis drauf schwimmt, ja, ja. Das ist ein Umschaust. Ja, ja. Da siehst du ja 5 Meter. Die hätte schon mit 3 Meter so schwer gegeben. Ja, und die werden dann schon drinnen gehen. Was sagst du dann? Fisch drin, die will man schon rein. Ja, schwer, ja. Auf alle Fälle tanzen. Ja, ja. Hab ich schon gesehen, Vormittag hab ich schon gesehen. Das ist ein Schicksal. Was ist denn das für einer? Mit dem langen Schnabel. Das ist der Büri. Da gibt es ja 16 verschiedene Stühle. Ja, das war ich schon, das Ding. Aber jetzt so ist es, das ist wunderbar. Ja, für die ist schon was Neues, das ist klar, gell. Wer bringt euch die Fische also so? Also die ersten habe ich gekauft, für fast für 1000 Mark. Oh. Und zwar habe ich mich, weil ich bin kein Fischer, ich habe mich da auch zu wenig auskennt, nachdem wir die Droschberger Fischer da im Stich lassen haben, habe ich mich selber ein bisschen schlau gemacht, ja. Und da hat mir einer gesagt, du pass auf, schau dir, dass du alle aus einer Hand kriegst, damit du keine Krankheiten reinkriegst. Gut. Dann habe ich einander gefragt, wer hat sowas? Dann bin ich bis vierte Mal rausgekommen. Bis ja, da habe ich noch gut. Ja, es geht ums Wasser, geht es so, wegen den Krankheiten, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber jedes Wasser hat eine andere Chemie. Ja. Und das ist das. Und wenn man jetzt da einen Fisch kauft und da einen Fisch kauft, und auf einmal hast du eine Infektion drin. Genau. Und das ist nämlich gegangen. Habe ich alle da unten geholt, von einer Stelle. Gell? Und die haben mich auch ganz gut beraten. Ich habe auch keine, also direkt kaputt gegangen ist mir eigentlich ein Stör einmal, der ist mir rausgesprungen. Ja. Der ist in der Früh herausgegangen, warum weiß ich nicht. Aber sonst ist mir eigentlich nichts verreckt. Man kennt mich nicht mehr. So schön's, oder? Ist ein totaler Friedfisch, gell?
Pflegeleicht. Stabil. Bis zu der Depress. Was frisst der andere Fisch? Der frisst halt nein, gar nichts. Das ist kein Reiber und nichts. Der hat kein Maul, der saugt da alles so. Und das, was ihm nicht schmeckt, das hat er hinter in die Kimmitasche wieder raus. Achso. Also tut das gleich filtern. Nein, der, egal was du hinschmeißt und was das da sagt, alles, was er erwischt, sage ich. Bei mir haben sie ja bloß das normale, das Egolein, das Fischfett und das hinten weh. Und dann habe ich noch umgestellt auf das Ding, auf das Bioma. Das ist einfach das, bis die vor der Gehe. Das ist ein bisschen. Das, was ich habe, oder? Das ist ein gutes Jahr. Das ist in Ordnung. Aber freut mich, dass du schön mal anziehen. Ja, ich habe heute früh auch gleich geschaut, weil ich mir gedacht habe, nicht der eine, das ist ein Barsch. Das ist schönes, schön anderer. Aber bleibt doch mit da. Wenn du zum Beispiel die Gräser stehen bleiben, bis wir noch innerhalb kürzester Zeit zurückziehen haben können, weil einfach die Einnahmen da waren. Durch Eintritt von ihnen, das Besuch. Durch das Geld, was die reingeschmissen haben. Es kommt schon ein bisschen was zusammen, das weißt du nicht. Ich meine, wir leben ja nicht davon. Ich mache das ehrenamtlich, ich kriege nicht einen Cent. Möchte ich gar nicht. Und bist du schon in Rente oder was? Ja, ich bin jetzt seit lang? September. Was hast du vorher gemacht? Altersteilzeit heißt das. Also was hast du vorher gemacht? Ich bin Rettungsassistent. Was Rettungsassistent? Was heißt das? Ja, Anlager vom Notarzt. Ah, ja. Und das habe bei ich Schicht gearbeitet, durch das habe ich das machen können. Ja, ja, und da haben wir jetzt bei den Bienen. Ja. Und das ist ja so, dass die machen Schulungen und deren halt Imker ausbilden. Da hat jetzt vor 2 Jahren ein Ding gestartet, also für Jungimker, die neu anfangen, die kriegen auf einmal so einen Kasten geschenkt. Die, wo heraus haben, die kehren Jungimker. Und die tun da betreuen, damit sie das lernen. Ja, ja. Weil das Durchschnittsalter bei den Imker ist ja auch ziemlich hoch. Gibt es noch genug Imker? Nein. Auch nicht mehr? Das wird nicht alles da weitergehen. Drum haben wir da so scharf drauf, dass da. Das ist ein idealer Platz für die Imker, gell? Und da bauen wir jetzt gerade einen Seminarraum, drum schaue ich so aus. Gehen wir nachher vielleicht nur schauen. Das gefällt mir ja. Das gefällt mir ja gerade. Das muss sein. Ja, da haben wir wieder Bank auf. Da haben wir für ältere Herrschaften Bank alleine gemacht. Die können da drinnen im Schatten sitzen. Das ist auch schön im Schatten, da hinten ist eins, das ist in der braunen Sonne. Da fahre ich da noch eine Bank. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Bankerl. Da hat sich in einem Prospekt auch drin, dass die Leute sich nehmen oder haben wir einen Falschwort. Aber ich meine, so wird das auch verteilt, die Prospekt. Also. Ja, ja. Das Fernsehen war halt, das bayerische Fernsehen war schon 4-mal dort. Cool. Nein, das halt richtig. Und das Schöne ist ja das, weil ich weiß, wenn du heute einen Baum pflanzt, umsonst noch bist du ein kleiner Spinner, gell? Ich meine, ich war noch nie ein kleiner und ist auch wurscht, auf jeden Fall ein Anfang. Da wirst du belächelt. Ja, mei, was werden das werden, gell? Werden wir immer. Ja, aber gesagt, das ist mir wurscht. Und dann hat der Bürgermeister, wenn wir es eingeweiht haben, hat er zu mir gesagt, sagt der Walter, sagt er, den Zahn hast du ja nicht zu. Das ist eine Freude. Ja. Und heute bin ich so weit, dass ich mich wirklich hinstehe drauf. Freuen kann, gell? Nein, weil einfach, wenn heute einer schimpft auf das Ganze, sag ich, du pass auf, du zuerst einmal was, ja, dann können wir uns wieder unterhalten. Man wird schon sattelfester, gell? Ohne überheblich zu werden. Brauchen wir deswegen nicht überheblich werden, aber man kann es schon anders sagen, wenn man was im Kreuz hat. Also was mich zum Beispiel als Künstler interessiert, als Filmemacher, so, das Thema Bienen. Also die Bienen erhalten ist wahnsinnig wichtig, weil wenn die Bienen sterben, sterben wir Menschen. Weil es keine Pflanzen mehr gibt, nichts mehr zum Essen gibt. Das ist. Na gut, da gehören aber halt die bewusst, Wildbienen auch noch dazu, gell? Die Wildbienen haben auch noch. Ja, klar. Nein, das Bewusstsein eben. Ja. Also diese amerikanischen Bonzen, die da alles versauen möchten, die finde ich, muss man schon Gegenmittel bringen, finde ich. So ist es aber mit allem. Ja.
Ja, das weltweite Amphibiensterben zum Beispiel. Mhm. Das ist ja eine Katastrophe. Mhm. Aber du hast schon was machen, oder? So. Mhm. Ja. Der Kasper, du jetzt an der Heifer, Moment. Ich gehe jetzt gehe ich da mal rum. Und wenn du aus dem Bild verschwunden bist, dann brauchst du bloß Drucker, Stoppdrucker. Mhm. Also ich gehe mit der Kamera. Nein, du bleibst stehen und du bist, wenn ich dann, wenn du nicht mehr siehst, drum entdecken, dann drückst, ja, macht's Piep, dann ja, ist Stopp. Gut. Macht das so nichts, das? Ja. Rührt sich was, gell? Gut. Da schwimmt zur Zeit so ein Fett schön drauf, das ist von Blütenstock. Ah, ja. Wird der auch gefressen, oder? Nein. Nicht, oder? Nein. Danke, oder? Mhm, gut. Da schwimmen wir ein bisschen was. Schauen wir noch hinten, da hätte ich was mit Wildbienen. Oh ja. Wo sind die? Da hinten? Ja, bei dem Häusl hinten. Ah ja. Das Ganze da ist eine Pflanzenkläranlage. Mhm.
Moment, was ist das? Solitärbienen und Wespen. Solitärbienen und Wespen. Genau. Also wir haben einmal das Thema staatenbildende Insekten, also Bienen, ja. Hummeln oder Hornissen. Und sind da Wespen und Bienen im gleichen Stock drin oder was? Ja, ja. Das sind sie die. Das ist so. Das ist ein Orchenblock und da bohre ich leiterlich ein. Ja. So darf ich der Bohrer reichen. Weil diese Solitärbienen, die haben bloß das Handicap, dass die nicht selber bohren können. Ja. Das heißt, die sind in der Natur auf sogenannte Käferfraßgänge angewiesen. Ah, ja. Also wenn jetzt im Wald draußen ein Holz liegt, und da sind lauter Löcher drin, das machen Käfer. Aha. Und da ziehen dann die ein. Ah, ja. Und weil ja nichts mehr liegen bleibt, dann Holz draußen, weil es peinlich sauber, weil sie gar nicht wissen, um was geht. Die meinen, den Käfer ist das. Eben, das ist so krankhaft, das Denken. Ja, das so was in Deutschland, was? Genau. Am liebsten würden sie es nehmen, im Wald auch noch betonieren. Ja. So hat mit dem Käfer überhaupt nichts zu tun. Es gibt nur 9 tatsächliche Großschädlinge aus der Insektenwelt. Da steht alles da. Und da kann ich ja praktisch Nützlinge, also Vögeln, Kröten, die Schädlinge fressen, das ist ja viel gescheiter. Und wie gesagt, aber denen kann ich helfen, indem ich ihnen so einen Insektennistblock anbiete. Ja. Und die gehen dann her, wenn er überall wo zu ist, ist jetzt ein Brut drin. Ach, wer macht das zu? Die Bienen selber? Oder die Bienen selber. Die gehen jetzt her und machen. Die schauen sich zuerst einmal die Wohnung an. Aber ist das ein gesamter Hohlkörper oder haben sie die einzelne Wohnung gemacht? Nur die Löcher sind reingebaut. Und das ist ein kleiner, ganz ein kleiner Lebensraum für diese? Ja. Und für wie viel langen der? Ja, der macht die Brut, den Brutraum voll von hinten, fängt er an bis vor. Wahnsinn. Und das Jahr drauf, im Frühjahr, werden die zur gleichen Zeit fertig. Und zwar, warum, weiß man nicht genau. Man vermutet, dass zu der Zeit die Trachtpflanze, die Insekten brauchen, genau blüht. Genau zu der Zeit werden die fertig, und zwar alle zur gleichen Zeit. Nicht der hintere als erster Gegner als erster, sondern alle zur gleichen Zeit. Und wie kommen die wieder raus? Die haben sie ja zugeschaut. Die beißen das auf, die sieht man da, wo ein Loch ist. Ach so. Die beißen da auf und fliegen dann fort. Ach so. Also was ist denn das Material, was die da zugemacht haben? Das darf abgestorbenes Holz sein. Und das, was so gelb ist, das ist Lehm. Ach, und das schleppen die rein? Ja. Ich habe vorne einen Kasten, da kann man es direkt sehen. Da haben wir so einen Schaukasten vor. Wahnsinn. Und da habe ich Kästen aufgebaut. Ursprünglich war das Häusl gedacht als Vogelbeobachtungshaus. Die haben hinten eine Glasscheibe. Ah ja. Die haben hinten eine Glasscheibe und ist innen mit Samt zugehängt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Bloß jetzt ist so viel los da herinnen, dass es nicht mehr hier hat. Hier, nicht mehr her von den. Ja, weil es nicht mehr reinbrüten. Ach so. Okay. Warum brüten sie jetzt mehr? War nicht. Vorne da, neben dem Eingang, da brüten sie die Hirschen. Da geht keiner mehr rein. Da haben sie einmal eine Amsel hinaufgenießt. Ja. Ich weiß nicht, was drin ist, ich weiß es auch gar nicht. Nein, da waren Websen drin. Sehen sie es so schön, aber kriegen die nicht. Das ist unser zweiter Eingang. Ah ja. Der Klapp. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir an unserem Teich, Nordseiteich. Ja. Die kleinen Blätter, die da schwimmen, das ist die Seekanne. Ist sehr selten mittlerweile und blüht auch gelb. Wann? Ja, so im Juni, Juli. Ja.
da habe ich vor 2 Jahren bei einer Führung, die wir da so vorbei, sehe ich auf meine Orchidee. Ich denke mir, habe ich nie Orchidee gesagt, gell? Und dann habe ich mich mit so, zuerst habe ich es einmal bestimmt, weil was die Sumpfständelwurz. Und dann habe ich mit so einem, da gibt es so einen Orchideenverein, und dann habe ich den angerufen, sage ich, Mensch, ob man nicht kommen mag und mir das erklären, wie kommt die da her? Ich habe es nicht eingepflanzt, gell? Dann ist er gekommen, so, hat es bestätigt, was es ist. Er sagt, wahrscheinlich vom Wind. Der Samen fliegt 10 Kilometer weit am Wind. So fein ist der. Und wenn er halt da hinfällt, wo es ihm taugt, dann geht er auf. Und dann habe ich vor 2 Jahren, wie gesagt, waren es vielleicht 6, 8. Kommt immer wieder, oder was? Ja. Wo ist es? Ist der da? Ja, jetzt sieht man noch nicht. Ich schaue schon jeden Tag. Das ist, oder war es? Nein. Da haben wir noch. Und die wird wahrscheinlich ihren Samen aber schon wieder gepflanzt haben, oder? Dass ja, die ja, kommt. Freilich. Ich schaue schon jeden Tag, ob es nicht bald kommt. Doch, da ist er nicht. Da kommt er nicht. Schauen wir mal, also wo? Da auch. Die ist ein bisschen zusammengerissen, das ist doch. Nicht, da muss ich jetzt näher hinfahren mit dem Zoom. Wo? Das ist es. Ist da. Mit dem Kupik, ne? Ja, ah. Ist da. Ist da, ah ja. Ja, du kennst das schon alles auseinander. Für mich schaut das alles ja, gleichmäßig aus. Das kommt ja, da kriegst du auch einen Blick. Ja. Okay. Ja, noch ein bisschen was wissen müssen wir auch. Ist schon klar. Da haben wir einen Frauenschuh. Frauenschuh, ja. Und du hast gelernt, das ist die Kuckuckslichtnelke. Moment, was aber jetzt da für ein. Die Rossminze. Die Rossminze, die so schön riecht. Da ist die Kuckuckslichtnelke, ja? Da ist die da drauf bestimmt geblieben. Ah ja, die dreht sich schon wieder. Aber was ist denn das da eigentlich? Da. Insektenlebenband. Was für Insekten kriegen da rein? Das ist dasselbe im Prinzip, bloß für die Lehmwespe. Ah ja. Für die Wollbiene, ja, da gibt es ja das so. So schön, oder? So was, da geben wir das Herz auf. Musik. Da geben wir das Herz auf. Ja, das geht mir auf. Ich sage, das, wenn einer nicht spürt, ich weiß nicht, das ist ja schlimm. Das sind arm, alle die Leute. Die sind arm, ja. Weißt, die werden auch wegmissen und wissen nicht, warum. Nein, das ist aber viel Arbeit, gell. Ja, sage ich, direkt hinkommen darf man da Arbeit nicht, sonst darfst du sowas nicht erfahren. Das ist klar, gell. Aber ich brauche zum Beispiel keinen Urlaub, gell. Ich bin in Urlaub da gewesen und habe da gearbeitet. Und war oft anstrengend. Aber heute, muss ich sagen, Paradies. Ich hol's Flasche schmeckt, ja. Ah ja, die Flasche. Na, das ist Salat. Da haben wir einen Bankerl direkt in der Sonne. Aha. Und da drum habe ich dann noch eins. Da kann man schön runter. Füllen wir noch von oben. Wenn jetzt ein Teich übergeht, dann geht es da raus. Das ist so eine Sumpfzone. Ah ja. Da ist die Sumpfblutwurz. Ah ja, man spürt ja schon, wenn man einsinkt. Das ist die Sumpfblutwurz. Und das ist die Trollblume. Die Troll, ah ja, aber wir zuerst gesagt haben von anderen Seiten. Das ist ein Hahnenbusch. Moment, das muss ich mal schauen, wie habe ich die drauf. Da ist jetzt das Gelbe. Da. Das ist direkt wach, gell? Mhm. So. Und da sammeln sich auch die Sumpftotterblumen an. Darum wachsen auch die Weiden. Die kommen, da mache ich Kopfweiden. Für einen Kopfweiden. Aber wenn es jetzt austrocknen darf, noch mehr, was ist dann? Ja, das war eine Katastrophe.
da, was da auch keine Leute kommen. Machen wir ein Tierhotel. Unser Tierhotel? Ah ja, ein Insektenhotel. Ja. Insektenhotel. Wo ist denn da die Rezeption? Der Pförtner, wir sind da der Pförtner. Das sind die unterschiedlichsten Materialien. Darum ist es doch so dick. Gell, da können sie überall rein. Ah ja, die kleine Schlucke. Und da auch, da ist es, wie man schaut, das ist ja erst das zweite Jahr jetzt. Da sind schon einige belegt. Oder da. Überall, was gelb ist, da ist schon was drin. Oder da ein Lehm. Und damit der Platz ausgenutzt ist, habe ich da Vogelhäusle rein. Ah, Vögel sind auch da drin. Aber fressen die nicht die Insekten? Ja, und wie? Das ist noch zu. Ah ja. Aber das macht nichts. Und da sind die Waldbienen auch drin? Nein, Solitärbienen. Solitärbienen. Ja, das ist alles möglich. Also sind das jetzt ist gezüchtete Bienen? Nein, nichts gezüchtet. Das ist Natur. Es ist so, es gibt auf der Welt ungefähr 100.000 verschiedene Arten. Bitte, nicht verlangen euch die alle ab. In Deutschland allein ungefähr 10.000 verschiedene Solitärbienen und Wespen. Und ein Teil, die Lehmwespe oder Falt im Internet, da steht es auch. Hautflügel wie Wildbienen, Grab, Falt und Wegwespen. Oh ja, jetzt muss ich meinen Deckel zu machen. Der pinkt noch ein bisschen. Alter. Was haben wir da? Ja, das ist jetzt der Aussichtspunkt. Ja. Ich sag, da unten, das ist ein Baumtelefon. Da geht es um Schallgeschwindigkeit. Da haben wir einen Fußfühl- und Tastpfad. Da geht es um Barfuß geh, wenn den Sis hinausschaltet, also blind bin. Ja. Auf was gehe ich? Die Greifkisten, blind, ertasten, was ist das? Dann dahinter, Ort der Besinnung, dieser Kreuz, ist auch wichtig, finde ich. Da haben wir ein Xylophon, Holz- und Steinxylophon. Greifkisten, unterfahrbar für Menschen mit Rollstuhl. Links davon unsere Kräuterspirale. Die fährt von mir mal. Ja, das ist eine Musik. Cool. Nimmst du das auf? Die Gruppen oder ja, das so eine kleine Vorlesung oder? Ja. Oder? Ja, ja. Und bis wann soll das fertig sein? Das? Also ich habe gesagt bis zum Juni. Allerdings glaube ich nicht ganz, werden wir nicht ganz schaffen. Nächste Woche werden wir putzen. Und dann muss ich einen Boden reinmachen. Und dann kommt die letzte Lage Feinputz. Was kriegt denn für Boden rein? Holzboden. Ein Holzboden, ja. So 60er lang, alte. Ja. Ja, sehr schön. Da hinten ist dann eine Teeküche. Hinter der Wand. Was, eine Teeküche? Teeküche. Also Teeküche. Könntest du ein bisschen was kochen oder was? Ja, ich frage dich mal einen Tee oder Kaffee. Der hinten jetzt. Dann da unter fahrbaren Waschtisch. Und links davon nochmal Urinale. Dann können Männer da reingehen. Männer. Und auch die, also die Behinderten und Nichtbehinderten. Genau. Und da die Mädels da drin. Da die Mädels. Genau. Die Mädels, jawohl. Okay. Und oben, das ist alles das Büro von unserem Verein. Ah ja, auch. Da sind jetzt zwei Mädels. Aha. Du hast du bei angestellt? Ja, weil das ist eine Hauptamtliche, die ist für die Region 18 zuständig. Was macht denn die? Kannst du Schreibkram? Ja, halt Gutachten. Ah. Müssen wir gehen. Wahnsinn. Ja, toll.